Let's play the Frangle for a moment for the people to come. I'm a bit sorry. Lasst uns den Frangle spielen. Ich bin ein bisschen spät heute. Deshalb gebe ich uns noch 2 Minuten, Minute 50. Hallo? Hallo Eti, hallo Manuel, hallo Peter, hallo Christoph, XAP Hart, My Way David, Ringo, an den Inner Circle, Christoph Bayer. Bist du der Christoph? Jemand hat mich heute angesprochen auf Twitter. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber es war ein deutsch sprechender Typ und er hat oder war es auf eToro sogar? Keine Ahnung. Ja, ist ja egal. Hallo Daniel, hallo KVN, hallo Peter, hallo Butterfly, hallo Richard, hallo Marion. Marion, today is German. Hallo Tony, hallo Jusos77836, hallo Going a Checko. Ah, genau. Mein Bildschirm seht ihr. Warte mal, ich versuche das noch ein bisschen zu vergrößern. Zoom in. Genau. Let's get started. Ja, in 20 Sekunden. So. Also, let's get started. Hello everyone. Ich habe keine finanziellen Interessen. Ich habe keine gesponserten Links und ich möchte keine Spenden von euch. Ich habe heute 2 Topics. Ich möchte mit euch durch dieses letzte englische Video kurz durchgehen, durch diese Kosten, um euch das zu erklären. Ich habe dazu auch schon zum Beispiel von Peter Korbe einige Fragen dazu erhalten. Ich möchte es noch ein bisschen erklären. Aber vorher möchte ich kurz auf einen Tweet eingehen, nicht auf einen Tweet, es war ein Kommentar auf meinen letzten deutschen Livestream von Patrick Blaser. Es scheint auch ein neuer Follower zu sein. Er versteht nicht so ganz, wie mit so vielen Coins der Preis auf 5000 hochgehen kann, weil der Wert dann, also ich denke, er spricht von Market Cap viel zu hoch wird. Ich möchte nochmals kurz wiederholen zu Market Cap. Market Cap ist nur Anzahl Coins mal Preis. Also wenn ich 100 Coins habe und ich zahle für einen Coin dieser Coins 1 Dollar, ist der Market Cap 100. Wenn jetzt ein Idiot kommt und 10 Dollar zahlt für einen einzigen dieser Coins, dann ist der Market Cap 1000 Dollar. Wenn er 100 Franken zahlt oder 100 Dollar zahlt, dann ist der Market Cap 10.000 Dollar. Das hat aber nichts mit dem Geld zu tun, diese Sprünge, die da der Market Cap macht, mit dem Geld, was neu in den Markt kommt. In meinen Beispielen von 100 auf 1000 sind ja nur 9 Franken mehr in den Markt oder 9 Dollar mehr in den Markt gekommen. Und trotzdem ist der Market Cap von 100 auf 1000, also 900 hochgegangen. Aber es ist nur, weil eben die Formel so ist. Und also ich hoffe, dass das die eine Geschichte von Patrick erklärt. Also Market Cap, diese Zahl könnt ihr schreddern. Das hat überhaupt keine Aussage bei den Kryptos, weil es wirklich nur die Formel ist, Anzahl Coins mal Preis. Es hat keinerlei Relevanz auf wie viel neues Geld in den Markt gekommen ist. Es hat keinerlei
Man kann keine Rückschlüsse daraus ziehen, wie viel Geld überhaupt in diesem Coin steckt. Keine Ahnung. Also man, in diesem Beispiel, wo jemand 10 Dollar zahlt für einen Coin, wo es 100 Stück dafür gibt und der Market Cap 1000 ist, vielleicht haben 20 Leute jeweils 10 Dollar bezahlt oder 19 haben 5 Dollar bezahlt und einer hat 10 Dollar bezahlt. Wir wissen es echt nicht. Ist wirklich die dümmste Erfindung der Welt. Also vergesst Market Cap. Dann die andere Geschichte, wo Patrick wissen wollte, wie der Preis, also er war einerseits eben mit der Market Cap ein bisschen verwirrt, das habe ich jetzt geklärt, dass das überhaupt, das ist nur eine Formel, hat überhaupt keinen Bezug zum Geld, das drinsteckt. Also ich hoffe, dass das inzwischen jeder meiner Follower verstanden hat. Dann, wieso der Coin eben so hoch gehen kann und wahrscheinlich auch wird, das hat damit zu tun, dass diese, egal ob es jetzt ILP-Zahlungen sind oder X-Rapid-Zahlungen, das wird an einem Ort, gibt es da einen Wechsel von Fiat in XRP und zurück. Und an diesem einen Ort muss genügend Liquidität vorhanden sein. Wenn jetzt an diesem einen Ort nur 100 XRP vorhanden sind und eine Zahlung kommt über 100 Dollar, dann genügt ein Franken. Aber bei der nächsten 100 Dollar Zahlung ist der XRP Pool leer. Hat XRP aber einen Wert von 2 Dollar, dann kann man schon 200 Dollar Zahlungen durchführen mit 100 XRP. Und wir wissen alle aus meiner Tage 2 Transaktionsanalyse, dass es über 1 Milliarde große Zahlungen pro Tag gibt, das ist alle 8 Minuten, das sind unglaubliche Beträge, aber zwischen diesen 8 Minuten gibt es irgendwie alle 5 Sekunden gibt es eine 50 Millionen Zahlung. Da könnt ihr euch selber ausrechnen, wie, selbst wenn 1 Milliarde XRP auf so einer Börse vorhanden ist, da ist nach bei paar Dollar Wert, also natürlich kommt auch XRP wieder zurück von den Market Makern und so, ist schon klar, aber es muss auch immer eine Reserve vorhanden sein, 2 bis 3 Mal, und einfach diese ganzen Überlegungen führen dazu, dass der Preis eben entsprechend hoch sein muss, um jede auch noch so hohe Zahlung über diese Brücke, über den XRP durchführen zu können. Ich hoffe, dass ich damit die Frage von Patrick Blaser erklärt habe, und sonst kommst du nochmals auf mich zurück. Jetzt fahrt mal noch mit euren Fragen. Ich möchte zuerst noch durch dieses Dokument kurz durchgehen. Ich habe hier, ich hoffe, ihr seht das alles, eine Tabelle von Ledger Exposed vom 7., also von gestern, morgen dementsprechend, von Ledger Exposed. Das sind alle Konten sind da aufgeliefert. Also 9 Konten haben zusammen mehr als 17 Milliarden XRP. 43.000 Konten haben zusammen mehr als 660 Millionen XRP. 176.000, seht ihr meine Maus? Sieht meine Maus nicht. Kann ich da meine Maus einschalten? Geht nicht. Nein. Auf der Zeile, wo größer 1000 XRP steht, das sind 176.000 Accounts. Die haben zusammen 380.000 XRP. Das gibt ein Total von rund 1,8 Millionen Accounts. Dazu müsste man vielleicht noch etwa, keine Ahnung, 15-30% Accounts rechnen, die ihr XRP noch nicht
in einem privaten Wallet haben, zum Beispiel alle Leute auf eToro. Alle diese Wallets zusammen sind knapp 50 Milliarden XRP. Wenn man jetzt die Top 3 Levels, die hier, das sind knapp 60 Accounts, ausblendet. Und man blendet sie deshalb aus, das kann man auf Ledger Exposed schauen, das sind praktisch nur Ripple und Exchanges. Wenn man die mal ausblendet, dann kommt man auf ungefähr 13 Milliarden XRP. Wenn man nur die Accounts mit mehr als 1000 XRP nimmt, sind es ein bisschen weniger, 200 Millionen weniger. Wenn man nur die Accounts nimmt, die größer, also mehr als 10.000 XRP haben, sind es 12 Milliarden 600 Millionen. Ich konzentriere mich auf, konzentriere mich auf diese orange gefärbte Zahl, weil sie in etwa plus minus übereinstimmt. Schauen wir uns kurz diese Tabelle an. Ich habe zwei Dokumente, ein bisschen, ich meine, ich habe die schon x-mal gelesen, aber nie wirklich so bis ins Detail. Das eine ist die Ripple Vision und das andere ist das XRP Cost Model Paper. Und da drin listen sie eben auf, also vor allem im Cost Model Paper, wie viel Kosten gespart werden können. Und sie gehen da im Schnitt, glaube ich, von 20,9 BPS, das sind diese Basis Points. 100 Basispunkte ist 1%. Also wenn, kann ich kurz euer Feedback haben, wenn 100 Basispunkte 1% ist, dann ist der Multiplikator 0,02 für 20 Basispunkte. Das ist korrekt, oder? Weil bei 1% wäre es ja 0,01. Ist aber weniger, sind nur 20 Basispunkte, also 0,02. Ich denke, ihr stimmt mir dabei. Und diese Basispunkte, die werden auf die Transaktionen angewandt. Und wir wissen weltweit, ich habe die Formel hier drin, sind 5 Billionen pro Tag. Und ich habe jetzt einmal 250 Tage gerechnet. Also es gibt Leute, die sprechen von knapp 2 Billiarden jährlich, SWIFT-Volumen. Das gibt als Kosten, als geschätzte Kosten 2,5 Billionen. Meine Schätzung in diesem Franken-Math-Video, das ich gemacht habe, stimmt eigentlich überhaupt nicht mehr. My conservative estimate in Franken-Math was 10 times lower. Das wäre eigentlich korrekt. Ripple selber geht von 1,6 Trillions, also das sind Billionen aus. Das steht in dieser Ripple, in diesem Dokument Ripple Vision drin. Dann gibt es drei Modelle. Beim einen Modell, da ist nur Xcurrent im Einsatz. Das interessiert uns aber nicht, weil wir wissen wollen, wie viel Ersparnis mit XRP gemacht werden kann. Bei XRP gibt es zwei Modelle. Beim einen sind es 40% Kosten und beim anderen 60% Kosten, die man sparen kann gegenüber eben dem konventionellen System. Ich konzentriere mich auf die kleinere Zahl, auf die 40%. Korrekterweise müssten es 30% sein. Darauf hat mich ein Follower, ich glaube jemand hat mich vorher gefragt nach Kommentaren von jemandem. Irgendwie ein Typ mit A, aka Alp Akal, genau, Butterfly Trader hat den erwähnt. Der Alp Akal hat mir zwei tolle Kommentare zurückgegeben, wo ich Fehler mache. Und zwar, wer heute schon Xcurrent braucht, der hat heute schon, glaube ich, keine Ahnung, 30% oder so Kosteneinsparungen. Dann wäre es ein bisschen fies, die zusätzlichen Kosten mit 40 zu rechnen. Aber weil ja die Jane Ellis-Theorie dann von Low Volatility ausgeht, wären 60. Also die Differenz wären eigentlich 30. Also ich bin hier ein bisschen zu hoch, aber das machen eigentlich die Zahlen unten längst wieder wett. Er hat auch bemerkt, dieser Alp Akal,
dass ich vom globalen Volumen ausgehe. Und da habe ich argumentiert, stimmt, ist nicht korrekt, weil vielleicht haben wir nur 10 oder 15% der Banken, die dann, wann auch immer, X-Rapid verwenden, dann stimmen diese Zahlen natürlich nicht ganz. Dann müssten ja die, die am System teilnehmen, müssten praktisch diese restlichen 85% finanzieren. Das mag sein, aber das, und darum ging es mir eigentlich gar nicht. Ich wollte ja eigentlich nur zeigen, weil eben Galgitron sagt, dass dieses Geld nicht vorhanden ist. Und jetzt gehen wir dann eben in die Berechnung und dann zeige ich, dass das eben sehr wohl vorhanden wäre. Und es geht ja nur darum zu zeigen, es wäre vorhanden. Also ich sage ja nicht, dass es absolut so kommen wird. Das sehen wir dann in den Szenarien 2 und 3 an. Also jetzt gehen wir auf die Szenarien. Szenario 1, XRP steigt von heute auf 1000 Dollar. Dann haben wir 305.000 Holders mit mehr als 1000 XRP, das gäbe eine Million. Weil Galgitron eben gesagt hat, so viel Geld für so viele Millionäre gäbe es gar nicht. Also wenn man jetzt hier sieht, das wäre genau die Hälfte. Also wenn man all diesen Leuten, die über 1000 XRP haben, eine Million auszahlen würde, wäre das die Hälfte dieser Kosten, wenn jetzt heute noch niemand Xcurrent verwenden würde. Also absolut möglich, oder? 10 Millionen auscashen wird schon schwierig, dann hätten wir circa 5 Jahre für Payback Period. Das wäre, hat mir auch jemand beantwortet, glaube ich auch dieser Alpaka, das wäre allerdings für Großbanken immer noch ein recht akzeptabler Investitionshorizont. Also die kleinere Firmen rechnen mit 2 bis 3 Jahren zum Payback und größere Firmen mit zwischen 3 und 7 Jahren. Auch in größeren Fällen darf es auch mal 10 Jahre sein, bis sich eine Investition lohnt. Also selbst diese 10 Millionen würden funktionieren auf 10 Jahre hinweg. Dann im Szenario 2 habe ich das angeschaut mit 100 Dollar, das war die Prämisse von Galgitron. Um da Millionäre zu machen, müsste man mehr wie 10.000 XRP haben, das wären 86.000. Und wie ihr seht, ich scroll nochmals zu dieser anderen Zahl hier, das ist nichts. Also diese 8 Milliarden, die könnte man locker zahlen. Mit der Ersparnis, selbst wenn es nur 30% wären, also es ist selbst 10 Millionen, also wenn alle diese XRP, also ich weiß gar nicht, ob die dann so viel haben, das habe ich jetzt nicht überprüft, aber nehmen wir an, alle diese XRP-Halter mit mehr als 10.000 XRP, die hätten so viel mehr, dass sie bei 100 Dollar 10 Millionen auszahlen könnten, selbst dieser Betrag ist, wie habe ich es jeweils geschrieben, ein No-Brainer, also absolut okay. Dann habe ich unten Szenarien gemacht mit so verschiedenen Preisanstiegen, 10, 50, 100, 500.000 Dollar und was jeweils ausgecashed wird, 20%, immer 20% von dem, was übrig bleibt. Im dritten Szenario dieselben Preise, aber 30% ausgecashed von dem, was man im Moment hat beim nächsten Sprung. Und im vierten oder im letzten Fall, im fünften Fall, wieder dieselben Preise mit 50%. Ich ermuntere euch damit rumzuspielen. Ihr könnt die Dollarpreise, also die Preise auf jeweils den Step-Levels, könnt ihr anpassen. Schreibt ihr einfach einen anderen Dollarpreis rein. Im Excel-File, das ich in diesem Video von gestern reingepastet habe, in der Description, und die Prozente könnt ihr auch rechnen, auch überschreiben, um da ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. So, das war's, was ich besprechen wollte, und jetzt gehe ich, das waren 20 Minuten, das ist ganz okay, jetzt gehe ich durch eure Fragen durch. Alle haben Hallo gesagt.
FlyTrader habe ich die Kommentare von Alp Akal beantwortet. Ich hoffe schon. Nein, habe ich nicht mitgekriegt, das von Bitpanda. Lass mich da eine Notiz machen in meinen Euro Bitpanda Check it out. Genau. Aha, da hat ein Typ für 0,00001 Dollar XRP ersteigert, weil das Buch leer war. Das ist toll, müsste man mal ausprobieren. Ja gut, aber das Problem ist halt, also wie viel hat er dafür bekommen? Ich gehe nicht davon aus, dass er 1 Million dafür kaufen konnte. Bin ich verrutscht da? Genau, dann kommt eine spannende Frage von Daniel. Er fragt, ob die Burn Rate bei erhöhten TPS steigt. Sie kann steigen. Also der minimale Anteil XRP, der verbrannt wird für eine Transaktion im Moment, ist 0,4045 XRP, wenn ich mich nicht irre, aber das glaube ich so. Diese 0,45 XRP, die könnten steigen, wenn die TPS steigt. Mich hat mal einer meiner Follower angehauen und er wollte Rückschlüsse ziehen anhand der pro Tag verbrannten XRP auf das Volumen. Und ich habe ihm erklärt, das ist nicht möglich. Selbst wenn man die Anzahl Payments weiß, ist es nicht möglich. Weil, erstens mal kostet jede normale Transaktion kostet diese 45 oder weiß nicht, ob das schon Drops sind. Sind das 450 Drops oder 45? Das sind glaube ich 45 Drops, genau. Wenn jetzt aber eine, also zum Beispiel aus dem eToro Wallet, das ist ein Multi-Signature Wallet, und eine Multi-Signature Transaktion kostet automatisch, glaube ich, irgendwie 15 oder 30 Drops zusätzlich, dann sind wir schon auf irgendwie 75. Und dann ist es, glaube ich, sogar so, dass pro Signatur in einer Multi-Signature-Transaktion die Kosten um diese 15 oder 30 steigen. Also wenn ein Wallet 10 mögliche Signers hat und davon müssen mindestens 7 oder 6 signen, dann kostet so eine Transaktion automatisch immer über 100 Drops, weil dann diese, oder sogar über fast 200, also wenn es jetzt diese 30 Drops wären pro Signatur, dann wären wir schon bei 210 Drops. Und weil das eben so ist, wissen wir es nicht. Und zum Beispiel Escrow erstellen kostet auch mehr. Also da gibt es, glaube ich, 8 oder 10 Transaktionstypen auf dem XRP-Ledger. Und jede Transaktion hat unterschiedliche Kosten. Deshalb kann man da überhaupt keine Rückschlüsse ziehen. Aber würde mich noch wundern nehmen, Daniel, warum du das fragst. Jemand hat heute getwittert, ob wir eine Ahnung haben, wie viele XRP MoneyGram in der Zukunft pro Tag verbrennen wird. Und ich habe zuerst geschrieben, glaube ich, 15.000, und dann habe ich aber nochmals nachgerechnet. Es sind eher zwischen 30.000 und 60.000 XRP pro Tag, wenn die tatsächlich ihren ganzen
Market Share via XRP umsetzen. Hört ihr mich noch? Moment. Stream Health ist nicht so gut. Da kann ich aber auch nicht viel dran ändern. Ah, das ist ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Naja, ich mache jetzt mal weiter und sonst müsst ihr euch halt das Video nachher nochmals anschauen. Kein Bild, kein Ton, geht nichts mehr. Kein Bild, keine Verbindung. Mein Hund ist explodiert. Hört ihr mich wieder? Ja, sag mal, der Trigger war ist ein bisschen, also bei mir stimmt eigentlich alles, ist ein bisschen hässlich. Einer watching, sind alle rausgefallen. Echt übel, das ist arg. Ah, wieso geht das nicht? Ihr hört mich. Ich höre noch nichts. Irgendwie stimmt da was nicht. Es zeigt. Also hört ihr mich jetzt? Voll beschissen, weil es zeigt, ich höre auch nichts. Ihr hört mich. Seht ihr mich? Offline bei mir, fuck. Ja, was machen wir? Start streaming. Der Chat funktioniert. Hört ihr mich denn jetzt? Der Waldi war's. Scheiße. Mega komisch.
Irgendwie startet der und stoppt der irgendwie nicht richtig. Gesehen und gehört. Das Komische ist, es zeigt mir eben hier nichts an. Es zeigt mir offline an und trotzdem die Elapsed Time. Das ist mega strange. Also. Ah, jetzt, sorry, jetzt Stream Health. Gut, jetzt müsst ihr mich eigentlich wieder sehen und hören. Es ist jetzt 20:32 Uhr. Hört ihr mich jetzt? Ah, super. Das ist komisch. Also irgendwie, das war nicht mein Problem. Das war irgendwie bei YouTube, das hat irgendwie, das war wie wenn die überlastet waren. Also gut, am Schluss kamen sowieso nur noch so Bildfelden zu Meldungen. Genau, bei MoneyGram bin ich irgendwie stehen geblieben. Was habe ich da darüber erzählt? Wegen dieser Burn Rate von Daniel, diese Frage. Deshalb bin ich auf MoneyGram gekommen. MoneyGram hat 5% Anteil am Weltmarkt, einen Remittance-Markt. Der weltweite Remittance-Markt sind ein bisschen weniger wie 800 Milliarden. Dann habe ich einfach zurückgerechnet mit einem Schnitt von etwa 500 Dollar pro Remittance dürfte in etwa hinkommen. Dann kommen wir auf circa zwischen 230 und vielleicht 350.000 Transaktionen pro Tag. Das kannst du ausrechnen. Dann rechnest du das mal diese 45 Drops und dann kommst du auf einen Betrag. Und das sind eben zwischen 30 und 60.000 XRP. Aber wie gesagt, also macht bitte keine Rückschlüsse von den verbrannten XRP pro Tag. Ohne weitere Infos ist es nicht möglich, weil jede Transaktion unterschiedlich kostet. Und dann kommt es noch darauf an, ob es Multi-Signature-Transaktionen sind. Die kosten pro Signatur, glaube ich, 15 oder 30 Drops. Und das kann man nicht wissen, man kann es echt nicht wissen. Dann kann es sogar sein, das wissen auch die wenigsten, also diese Minimum 45 Drops, die kann man auch überschreiben. Ich kann zum Beispiel dem Butterfly Trader einen XRP schicken, aber als Transaktionskosten 1000 eintragen. Dann kostet mich das 1000 und einen XRP. 1000 werden verbrannt und einen erhält der Butterfly Trader. Also man kann das wirklich nicht sagen. Es wurden schon auf Twitter und auch auf sonstigen Foren und so Screenshots gezeigt, wo Leute irgendwie, keine Ahnung, 10.000 XRP verschickt haben und irgendwie 40 XRP dafür bezahlt haben, oder 45, anstatt 45 Drops. Die haben wahrscheinlich nicht gewusst, dass sie das, also die haben wahrscheinlich einfach das Komma an der falschen Stelle gesetzt.
Genau, user 77836, dieser, sorry, Mastercard-Deal, da hat mich auch jemand drüber angesprochen, ein englischer Follower auf Twitter, wie ich das sehe. Und ich, genau, und du sagst, du erwähnst Dilip Brau selber, also Dilip Brau hat auch auf die Präsentation von der Federal Reserve, von diesem neuen FedNow-System, das bis 2024 stehen soll, hat er auch gesagt, das ist super, oder? Und dann haben die Leute gefragt, warum? Verdammt! Und dann hat er gesagt, ja, weil eben alles, was dem, alle, überall, wo es faster Payments gibt, das hilft eigentlich Ripple. Und die meisten Länder, also innerhalb Währungsregionen, gibt es ja in sehr vielen Regionen schon so Instant- oder Real-Time-Gross-Settlement-Zahlungssysteme. Aber eben international nicht. Und genau das ist da, wo Ripple dann eben in die Lücke springt. Also deshalb muss es überhaupt nichts Schlechtes sein, dieser Deal von Mastercard. Peter Stadtlehner, diese Ankündigung vom Fed für 2024, die hat ja geschrieben, Anticipated Launch. Also das Clearinghouse von, das ist so wie in der Schweiz, heißt glaube ich Sixt oder so. Keine Ahnung. In der Schweiz ist auch ein Clearinghouse für schweizweite Zahlungen. Eigentlich muss jedes Zahlungssystem ein Clearinghouse haben. Aber dieses Bier hat mich jetzt müde gemacht. Und dieses Clearinghouse in den USA, das gemäß Darren Moore, wird das auf, ich bin nicht mehr sicher, ob es Temenos oder Finastra Fusion Pay Plus, auf eins dieser zwei Systemintegrationen Softwareprodukte basieren die anscheinend. Und die machen heute schon Interbank Real-Time Gross Settlement Clearing. Also das gibt es schon in den USA. Ich glaube eben, dass das, was sie geschrieben haben, bis 2024, dass sie dann zu diesem Zeitpunkt ein System haben wollen, wie es zum Beispiel in Asien der Fall ist, mit diesen QR-Codes, dass man wirklich, dass egal wo man ist, total unkompliziert zahlen kann, und zwar sofort, mit egal welchen Tools. Und davon, also selbst wenn wir, wenn RippleNet heute schon 100% der Cross-Border-Zahlungen hätte, aber von so einem System wären wir trotzdem noch Jahre entfernt, weil das, da müssen alle Systeme, müssen alle Kassen an allen Detailläden, müssen alles, muss alles abgedatet werden. Aber Peter, das spielt auch deshalb keine Rolle, weil Domestic, also national, braucht es eh kein XRP. Das ist ein Fehler, den sogar der Simon aus der Law for Crypto Telegram-Gruppe macht. National braucht es keine Brückenwährung. Das ist Bullshit. Es geht viel, also wenn ich etwas, also ich könnte jetzt irgendwie ein Beispiel machen. Ich schmeiße den an die Wand. Wenn ich ihn direkt an die Wand schmeiße, geht es sau schnell. Wenn ich ihn aber zuerst noch meiner Frau in die Hand geben muss und die schmeißt ihn dann an die Wand, geht es viel länger. Und dieses Übergeben wäre dann eben dieser XRP-Modus. Auch wenn das mega schnell geht, man verliert einfach Zeit dabei. Und Dollar zu Dollar oder Euro zu Euro braucht es das nicht. Das checken viele Leute nicht. Also national braucht es in keinem System, auch glaube ich, da war eine Frage von Peter Korbe diesbezüglich, warum ich diese Zahlen von Tage 2 rannehme. Das ist ein guter Einwand, weil es eben innerhalb vom Eurosystem das
die XRP gar nicht braucht, aber die Tage-2-Analyse kann man extrapolieren auf weltweit. Deshalb habe ich diese Zahlen genommen und sind die einzigen, die ich gefunden habe. Wann es aber von Tage 2 oder Tipps oder was auch immer, SEPA gibt es auch immer noch, relevant wird, sobald es eben den Euroraum verlässt, dann braucht es eben eine Brücke. Ich hoffe, dass das jeder verstanden hat. Sonja war hier. Hallo meine lieben Leute. Oi Sonja, das war schon ein bisschen her. Genau, das mit Bitpanda habe ich mitbekommen. Tue ich dann noch recherchieren, Richard. Ja, das hoffen ziemlich alle, dass XRP bald mal abgeht. Ich frage mich, was mit SBI los ist. Also, jetzt sind wir eine Woche, also 9-8 Tage live. Und null Volumen, also das ist mega strange. Und auch von Crypto Erie hört man dazu nichts. Ich weiß nicht, Richard, hast du nicht dann, du hast doch mal Anfang diese Woche, hast du doch mal gesagt, du hättest dein SBIVC-Account geprüft. Also das scheint irgendwie null Bewegung zu haben da. Irgendwas scheint da noch nicht zu stimmen. Wir wollen Geld. Wir wollen Geld. Klar, Sonja, alle wollen Geld. Meine Frau. Daniel, schau dir nochmals mein Video an. XRP can go to 589 end of year. Da erkläre ich oder lies nochmals die Shane Ellis Theorie durch. Ich könnte eigentlich kurz ich habe ja auch eine Shane Ellis Theorie, ein Dokument auf Deutsch. Ich poste kurz den Link, dann lest ihr euch das nochmals durch. Ich erkläre das nochmals kurz. Also Shane Ellis argumentiert, dass der Link auf das deutsche Shane Ellis Dokument, er argumentiert, eine X-Rapid-Transaktion geht über eine spezifische Börse, zum Beispiel Bittrex. Und auf dieser spezifischen Börse gibt es Leute, die XRP anbieten. Und es gibt Leute, die XRP, also jeder Sell-Order, jeder Verkaufsauftrag fordert einen bestimmten Betrag. Der eine will einen Dollar, der andere will 2 Dollar, der andere will 3 Dollar. Wenn jetzt eine Zahlung über 50 Millionen Dollar reinkommt, dann muss man alle diese Verkaufsorders ausführen, bis man eben XRP im Wert von diesen 50 Millionen Dollar zusammen hat. Und die letzte Verkaufsorder, die man ausgeführt hat, das ist dann der aktuelle Preis. Und deshalb geht das so schnell. Shane Ellis hat sogar argumentiert, dass es vermutlich sogar so sein wird, dass da ganze Stufen ausgelassen werden, weil es viel zu lange dauert, um 50 Millionen, also XRP im Wert von 50 Millionen kaufen zu können, dann wird alles, was drunter ist, direkt übersprungen. Das ist eigentlich der Clou an dieser ganzen Geschichte. Und über Sell und Buywalls wird das Ganze dann stabil gehalten. Was schreibt meine Frau da noch? Wir wollen Geld, genau, und? Ah, nachher nichts mehr. So, ja, das wohl. Ah, Tschüssi schreibt. Ja, das wollen wir, genau. Heiko Everhart hat eine spannende Frage. Das ist keine blöde Frage, ob noch mehr XRP erstellt werden können. Also mit der heutigen Software, nein, da wurden die 100 Milliarden beim sozusagen Live-Gehen vom XRP-Ledger erstellt. Das war sozusagen die erste Transaktion.
da aber XRP nur Software ist, wäre es theoretisch möglich, in Absprache natürlich mit den anderen Validatoren, also da müssen irgendwie, glaube ich, 60% oder 70% der Validatoren müssen übereinstimmen, könnte man Softwareänderungen durchpauken. Aber jetzt stell dir mal vor, nur ein Beispiel, XRP hat $1000 und jetzt werden nochmals 100 Milliarden XRP erstellt. Wer erhält die dann? Also das wäre ja praktisch Geld verschenken. Das wäre ja unglaublich. Also das glaube ich nicht, dass da außer Ripple auch nur ein einziger anderer Validator zustimmen würde. Außer sie würden alle einen entsprechenden Anteil davon erhalten. Das ist wieder eine andere Geschichte. Das wäre möglich. Ist nur Software. Und mit dieser Argumentation, es ist nur Software, Heiko, kann es aber auch, also wird es auch so kommen, dass wenn es neue Technologien gibt, und dafür hat Ripple ja an den Universitäten irgendwie, glaube ich, 25 oder 50 Millionen Spenden gemacht, an irgendwie, keine Ahnung, 20 Universitäten oder so weltweit. Und wenn da irgendein Algorithmus erforscht wird, der das Ganze schneller oder sicher oder weiß der Geier nicht was macht, könnte sicher sein, ist Ripple die erste Firma, die diesen Algorithmus patentieren lassen wird und ihn in den XRP-Ledger einbauen wird. Also das ist so klar wie das Amen in der Kirche. Deshalb muss man sich auch keine Gedanken über eine Exit-Strategy machen, wie sich alle Amerikaner das immer machen. Also völliger Schwachsinn. Macht euch keine Sorgen, selbst wenn ihr einfach nur jeweils das auscasht, was ihr wirklich gerade nötig habt. XRP wird nie einen Wert verlieren. Also, wenn es dann eben mal einen hohen Wert hat. Going a Jackal, warum noch keine 50 Millionen Transaktion dabei ist? Weil dieses System, ich habe das im englischsprachigen Livestream am Dienstag gesagt, dieses System ist wie ein Nuklearreaktor. Hohes Volumen, also vor allem hohe Dollartransaktionen brauchen hohe Werte. Hohes Volumen und hohe Werte erst recht. Niedrige Werte und hohes Volumen ist zum heutigen Preis okay. Also das ist mal klar, dass wir konstant solche 50, also alle 5 Sekunden so eine 50 Millionen Zahlung machen könnten. Dafür braucht es mal hohe Preise. Aber damit diese Preise eben auch hoch bleiben, braucht es auch ein hohes Volumen. Also so wie eine Huhn- und Ei-Geschichte. Was kam zuerst? Und das korrekt zu koordinieren, denke ich, ist halt einfach nicht sehr einfach. Und also gibt es verschiedene Leute, die sagen, wenn das System dann mal läuft, eben auf so hohen Werten, irgendwie dreistellig, vierstellig, dann kannst du praktisch am Preis nichts mehr rütteln, weil dann geht so viel Volumen, das ist wie ein Wasserfall, das ist nicht mehr zu stoppen. Die Nachfrage nach XRP wird dermaßen groß sein. Und deshalb ist auch das Argument von Galgitron, dass der Sell Pressure U-groß, also mega groß sein wird, das ist völliger Schwach. Also es stimmt natürlich schon, Sell Pressure wird groß sein, aber der Buy Pressure wird um ein 100- oder 1000-faches noch größer sein. Der Sell Pressure wird, das habe ich ja in einem anderen Video gezeigt, das ist im Frankenmarkt, schon nach einem Tag, wenn seine Theorie korrekt wäre und alle ihre XRP verkaufen würden, wäre schon nach einem Tag kein XRP mehr bei Retail-Investoren. Aber das System darf nicht nach einem Tag stillstehen. Also völliger Schwachsinn. Wo war ich? Bei genau. Was ich für ein Sternzeichen bin, Schütze.
Patrick Blaser, ja, also SBI, oder dieses Ganze, ich habe vorhin erwähnt, das ist wie ein Nuklearreaktor. Wenn das Ganze mal gestartet ist, ist es fast nicht mehr möglich, dieses System zu stoppen. Und deshalb darf es nicht in die Hose gehen. Vielleicht gab es irgendwo noch, keine Ahnung, was, wo man gemerkt hat, da müssen wir noch aufpassen, aber keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Und weil das eben so komplex ist, ist es schwierig, das zu starten. Und ein Teil dieser Komplexität, Patrick, ist, dass es ja global ein bisschen ausbalanciert sein muss. Also klar gibt es Import und Export Ungleichgewicht. Also es gibt quasi kein Land, das gleich viel importiert wie exportiert. Die einen haben Importüberschuss und die anderen Exportüberschuss. Und weil das so ist, würde ja dann immer in diesen Ländern entweder zu viel oder also entweder zu viel Fiat sein oder zu viel XRP. Und das muss ja dann auch wieder ausgeglichen werden. Und weil das eben so ist, braucht es praktisch rund um die Welt so wie ein Netz, wo man diese Werte eben auch verschieben kann, wenn es jetzt nicht unbedingt gleiche Zahlungen gibt. Und also im Moment haben wir in Asien einfach noch ein Loch und deshalb sagen viele, dass SBI da ganz strategisch wichtig ist. Und weil, also das mal so für das System RippleNet an sich. Und dann kommt dazu, dass SBI die erste und einzige Bank-Backed, also von einer oder von einem Bankenkonsortium gestützte Börse ist. Also die muss alle Regulationen beinhalten, erstmal so als Nebensatz. Aber die bringen potenziell etwa, keine Ahnung, 23 Millionen neue Kunden. Also da wird es, wenn das dann mal wirklich auf Hochtouren läuft, wird es da mega Traffic drauf haben. Und ich habe heute in einem Video von Crypto Iri gesehen, dass die auch Market Makers engagiert haben. Das ist ein Beruf. In England ist der Market Maker ein Beruf. Die schauen einfach wirklich dafür, dass jeder, der zum Beispiel eine Aktie kaufen will, diese eben auch kriegt, weil der Market Maker eben von allem ein bisschen hat. Also die praktisch produzieren die Liquidität an einem Markt. Ich habe übrigens im heutigen Video auch einen Link auf eine Seite in Englisch von der CME Group, wo eben diese Market Maker, Market Taker Geschichte erklärt. Es gibt auch, also das Video könnt ihr anschauen, wenn es euch zu schnell geht. Der ganze Text des Videos ist rund ums Video herum angefügt. Genau, jetzt habe ich das mit SBI erklärt, dass dieses Loch da auf der anderen Erdseite eben gestopft werden muss. Dann habe ich gesagt, dass die extrem viele Trader an Bord bringen werden, was für den asiatischen Bereich eben eine riesen Liquidität bedeuten wird. Und dann kommen noch andere Effekte dazu. Wäre SBIVC vor einem Jahr, also im Juni vor einem Jahr, live gegangen, dann wäre der Plan gewesen, dass sie dieses Jahr im März mit Foreign Exchange Trade live gehen. In der letzten Präsentation heißt es, dass sie im Geschäftsjahr 2020 damit live gehen. Gemäß Crypto Iri ist das Geschäftsjahr 2020, geht vom 1. April bis zum 31. März, also 1. April 2019 bis zum 31. März 2020. Also es wird noch dieses Jahr kommen. Es gibt 5 Billionen Dollar, die täglich im Foreign Exchange Markt getradet werden. Japan hat davon 20%. Und das SBI-Konsortium hat bestimmt 70-80% dieser 20%. Also allein die bringen schon eine Milliarde an Foreign Exchange Trades da täglich an den Markt. Also es sind Milliarden. Na, Billionen, nicht Milliarden, Billionen, Trillions, das sind Billionen. Millionen?
Billionen, Billionen. Also 5 Billionen. Das sind Werte, die kann man sich nicht mehr vorstellen. Und deshalb ist es eben so wichtig, weil da so eine riesen Power kommt von Japan. Ich hoffe, das hat es ein bisschen erklärt, Patrick. Und sonst fragst du mich via Twitter oder eben auf in den Kommentaren des Videos. Wir kommen langsam zum Ende. Ich schaue mir noch die restlichen Fragen kurz an. Doch, Austrian Daily of Crypto. SBI macht seit letztem Juli, glaube ich, also Juli von einem Jahr, machen die, also tun die registrieren und die haben KYC gemacht, hundertprozentig. Also da ist jetzt schon alles in Ordnung. Diese neuen Account-Registrierungen, die da in dieser Präsentation angesprochen werden, die, glaube ich, ab September losgehen, das betrifft, wenn ich Krypto-Ehre verstanden habe, nur die kriegen dann irgendwas geschenkt. Das hat nur damit zu tun, aber die seit letztem Jahr registriert haben, das ist alles okay. Nein, User 77836, die Librau hat noch nicht geantwortet auf meine Frage, wie die Nostra-Accounts versorgt werden. Ich habe mit Richard aus Wien Anfang dieser Woche einen Skype-Video-Call gehabt und er glaubt, dass es via Schuldverschreibungen kommt. Und er hat das auch bei seiner Bank abgeklärt, dass solche Nostra-Konten tatsächlich verzinst, also mit Schuldzins verzinst werden. Das deutet darauf hin, dass es tatsächlich so ist. Dann war mein Argument, okay, wenn ich jetzt 10 Millionen in so einem Nostro-Account habe und egal wie viel Zins auch immer ich dafür zahlen muss, im Moment, wo ich dieses Nostro auflösen muss, muss ich ja diese Million oder diese 10 Millionen zurückzahlen plus die Zinsen, die bis dahin angefallen sind. Also ich meine, die Zinsen kann ich ja dann vom Geld von diesen 10 Millionen schon abzahlen. Aber dann habe ich am Schluss keine 10 Millionen mehr zum Zurückzuzahlen. Also wie kriege ich diese Differenz dahin? Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendjemand mit einem Geldkoffer dahin fliegt. Ich habe das schon 2-3 Mal gefragt auf Twitter und noch nie jemand konnte mir das beantworten. Peter Stadtlehner zu den Alp-Akal-Kommentaren habe ich mich schon mehr oder weniger geäußert. Ein Kommentar war, dass ich die gesamte Transaktionsmenge von SWIFT anschaue. Das stimmt, das ist insofern nicht korrekt, weil wir vielleicht von 10-15% Marktanteil von SWIFT ausgehen müssen. Da hat er recht. Aber ich wollte ja nur das Argument entkräften, dass so viel Geld nicht verfügbar wäre. Und bei 100% Marktanteil wäre es eben vorhanden, dieses Geld. Also ich wollte ja nur dieses Argument entkräften. Wie es dann kommen wird, das weiß ich letztendlich nicht. Ich weiß auch nicht, wie diese Szenarien aussehen. Es gab Leute, die haben gesagt, ja, bei 10 Dollar werden 75% der Leute auscashen. Die glauben nicht dran, dass es auf 50 oder 100 Dollar gehen kann, geschweige denn auf 1000. Also, und dann sinkt ja auch dieser Betrag, den man da eben netto auszahlen müsste an die auscashen wollen. Und das andere Argument von Al-Bakal war, dass die Firmen, die heute schon X-Current brauchen, die haben ja die ersten 30% Savings haben schon gemacht und ich habe mit den 40% Savings gerechnet, das stimmt, aber ich habe nicht mit den 60% gerechnet, wo der XRP stabil wäre, also nicht mehr so volatil, das wäre möglich.
Und gemäß Shane Ellis wird das auch erreicht werden, wenn eben entsprechend genügend Volumen. Da kommen wir wieder zurück auf die Frage von Patrick, echt, genau, Blaser, warum SPI so wichtig ist, weil das eben so wie ein Kernreaktor ist, der schwierig ist zu stoppen. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren, wegen diesen Prozenten. Und ich habe dann argumentiert, das stimmt, eigentlich dürfte man nur die Differenz rechnen zwischen dem, was man mit X-Hern spart und dem, was man mit X-Rapid spart. Aber weil ich da an der unteren Grenze war, also habe ich nicht 40% zu hoch gerechnet, sondern maximal 10%, also das wären auf diese 40% wären das 25% zu hoch gerechnet oder vielleicht 30%. Aber weil wir ja nicht wissen, wie diese Szenarien unten sich ausspielen, spielt das letztendlich eh keine Rolle. Ich wollte ja nur, es ging mir ja auch nicht darum zu zeigen, dass es bei 1000 Dollar genügend Geld hat. Es ging mir darum, eigentlich Galgetron aufzuzeigen, dass das Geld, was er glaubt, dass bei 100 Dollar bereits schon aus dem System fließen, dass das lächerlich wenig wäre. Das könnte man also irgendwie fast 100 Mal dafür bezahlen. So, jetzt hoffe ich, dass ich alle Fragen beantwortet habe. Wie immer möchte ich mich bedanken für euer Vertrauen, für eure Konstanz, immer wieder meine Livestreams zu schauen. Die neuer da sind, habe ich jetzt heute wenige gesehen. Und meine älteren Videos schauen. Ich habe praktisch in jedem Video in der Description Begleitmaterial, ein PDF oder sonst irgendwas, Links oder so. Schaut euch das immer an, in jedem meiner Videos. Einfach zum sicher zu gehen, dass ihr alles gesehen habt. Dann genau, das war's eigentlich. Hoffen wir, dass es bald losgeht. Also ich bin echt nach wie vor extrem zuversichtlich. Ich habe da leider die Source nicht, das ist vielleicht noch eine kleine Motivationsspritze. So vor dem Schlafen gehen fürs Wochenende. Ich glaube, das war der Paisan, Iron Legion. Ist, glaube ich, dem sein Twitter-Handle. Der hat gestern oder so, ich habe eben die Source nie, also die Quelle dazu, nicht gesehen, aber der hat einen Screenshot gemacht von vielleicht ein Dokument von Accenture oder so. Und da stand in etwa drin, also behaftet mich nicht darauf, aber da stand in etwa drin, dass von den 50 größten Banken weltweit über 30 im RippleNet sind. Und also wer jetzt noch Zweifel hat, dass wir dieses Jahr 10% Marktanteil erreichen können weltweit, also ich weiß echt nicht, dem ist nicht mehr wirklich zu halten. Ah, im Übrigen möchte ich noch kurz auf Sam.im eingehen. Ich bin schier durchgerastet und ich möchte das noch kurz auf Deutsch erklären. Da hat ein Typ gefragt, ob man ihm gute XRP, wie sagt man Researcher auf Deutsch, also so Leute, die Forscher, so gute XRP-Nachforscher Namen nennen können. Dann hat die Hälfte gesagt, Sam.im, und dann bin ich durchgestartet. Und dann habe ich jeden, der das geschrieben hat, habe ich dieses PDF geschickt, das ich schon mal geschickt habe diese Woche, glaube ich, wo ich quasi schreibe, dass Sam.im einfach ein Idiot ist. Er meint, er weiß viel, aber in Tatsache weiß er eigentlich überhaupt nichts. Und dann sind ein paar Leute auf mich losgegangen und haben gesagt, warum ich so Hass auf Sam.im habe. Eigentlich ist es nicht mal eher. Ich finde einfach, die Leute sind strohdumm. Die glauben, das ist wie Wrestling. Wrestling ist überhaupt keine, also natürlich ist es ein Sportart, aber also jeder von uns, der in diesem Chat ist, würde beistimmen, die kämpfen gar nicht richtig miteinander. Die Wrestling-Fans sind, die werden das nicht bestreiten, aber also hör mir auf, das ist voll alles gefaked, oder?
Und so ähnlich sind die Shows von Sam I Am. Wer gerne eine Show hat, bitte geh dahin. Aber soll mir keiner kommen und sagen, dass Sam I Am viel über XRP weiß. Also ich habe schon diverse Fehler von ihm aufgedeckt, und wer ihm zuhören mag für Shows, kein Problem, hört ihm zu, findet es lustig, findet es spannend. Aber wenn ihr wirklich fundiertes Wissen haben wollt, dann vertraut dem nicht. Und damit möchte ich für heute Schluss machen, und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.